Plötzlich sehe ich in meinen Benachrichtigungen, so und so hat dich bei Instagram markiert und ich denke mir, wer ist überhaupt diese Person und warum markiert sie mich in ihren Beiträgen? Wenn dir das auch mal passiert ist, dann bleib dran, um rauszufinden, wie du solche Markierungen wieder entfernen kannst und wie du verhindern kannst, dass solche Beiträge erst gar nicht auf deinem Profil auftauchen. Hi, mein Name ist Ryan Dossef und mit meinen Online-Kursen und Beratungen habe ich schon Hunderten von Selbstständigen gezeigt, wie sie bei Instagram ihre Reichweite steigern, mehr Follower gewinnen und daraus Kunden machen. In diesem Video erfährst du, was du tun kannst, wenn dich jemand bei Instagram in einem Foto oder Video markiert, obwohl du das gar nicht wolltest. Erstmal vorab, du kannst leider anderen nicht verbieten, dass sie dich in ihren Beiträgen markieren, beziehungsweise du kannst nicht kontrollieren, wer dich markieren darf bei Instagram. Was du allerdings machen kannst, ist im Nachhinein die Markierung zu entfernen. Ich habe hierzu mein privates Profil genutzt und mich hier auf einem Beitrag markiert, damit ich dir zeigen kann, wie das Schritt für Schritt funktioniert. Sobald dich jemand in einem Beitrag markiert bei Instagram, passieren zwei Dinge. Die erste Sache ist, dass du hier in den Benachrichtigungen einen entsprechenden Hinweis bekommst. Also du siehst hier, I am Trajan, das ist mein Privatprofil, hat dich in einem Beitrag markiert und wenn ich dann drauf klicke, sehe ich den entsprechenden Beitrag. Die zweite Sache, die jetzt passiert, das Foto erscheint hier unter Fotos von dir, wenn ich auf diesen Reiter hier klicke. Also du merkst, das ist das Foto, wo ich gerade eben markiert wurde, also in meinem Profil, wenn ich auf diesen Reiter hier klicke. Und bevor ich dir zeige, wie du diese Markierung wieder entfernen kannst, habe ich eine kurze Frage an dich und zwar, hast du meine Liste von 7 Must-Have Instagram-Apps bereits runtergeladen? Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann klick einfach auf den Link unter diesem Video oder geh einfach auf trajandossef.com/7-Apps, um dir die Apps zu holen. Okay, also jemand hat dich in seinem Beitrag markiert. Von hier aus hast du 2 Optionen. Die erste Option ist, den Beitrag hier aus deinem Profil zu entfernen, aber die Markierung trotzdem zu lassen. Was wir dazu machen müssen, ist einfach den Beitrag zu öffnen und hier auf die 3 Punkte oben zu klicken und dann auf Fotooptionen und dann in meinem Profil verbergen. Also hier müssen wir klicken, wenn wir wollen, dass die Markierung immer noch bleibt, aber der Beitrag aus unserem Profil verschwindet. Die zweite Option ist, die Markierung zu entfernen und auch den Beitrag komplett von deinem Profil zu entfernen. Und wie du schon gesehen hast, wenn ich hier nochmal auf die 3 Punkte klicke und auf Fotooptionen und dann mich aus diesem Beitrag entfernen, dann wird sowohl die Markierung entfernt, als auch der Beitrag aus deinem Profil. Also ich klicke jetzt auf mich aus diesem Beitrag entfernen. Das muss ich nochmal kurz bestätigen. Und das ist jetzt weg. Also jetzt sollte dieser Beitrag hier nicht mehr vorhanden sein. Und wenn wir schon dabei sind, du kannst in den Einstellungen bei Instagram festlegen, ob die Beiträge, in denen du markiert wurdest, automatisch auf deinem Profil angezeigt werden. Hierzu gehen wir in die Einstellungen und auf Privatsphäre und Sicherheit und klicken hier auf Fotos und Videos von dir. Und wie du sehen kannst, ist der Schalter bei automatisch hinzufügen hier bei mir aktiviert. Und wenn ich jetzt möchte, dass solche Fotos und Videos auch, wo ich markiert wurde, dass die automatisch auf meinem Profil nicht angezeigt werden, dann muss ich den Schalter jetzt hier ausschalten oder umlegen. Das würde ich jetzt in dem Fall machen. Und die zweite coole Sache, die wir hier machen können, wenn wir schon in diesem Abschnitt hier sind, ist Fotos und Videos verbergen. Also wenn ich da drauf klicke, kann ich mit einem Klick auswählen, welche Beiträge, wo ich markiert wurde, nicht in meinem Profil angezeigt werden sollen. Also welche Beiträge möchte ich verbergen. Auch hier kann ich mit einem Klick die Beiträge dann komplett aus meinem Profil verbergen. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe und hier aktualisiere, wirst du sehen, dass keine Fotos und Videos gefunden werden, die hier angezeigt werden können. So, jetzt weißt du, wie du unerwünschte Markierungen bei Instagram wieder entfernen kannst. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie dir dieses Video gefallen hat und vergiss natürlich nicht, mir einen Like zu geben und mich zu abonnieren, falls du das bisher noch nicht getan hast. Das war's für heute. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.